Endlich geht die neue Saison los, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Partie. Erster Spieltag, endlich wieder Fußball. Die Fans freuen sich auf die neue Spielzeit, wir auch. Jürgen Klopp hätte so gerne den Europacup geholt mit Liverpool 2016. Aber da hatte der FC Sevilla was dagegen. Ja, man lag 1:0 vorne, es lief eigentlich alles. Aber diese Mannschaft aus Sevilla, die ist im Europapokal einfach überragend. Hat das Ding noch gedreht. Dritter Triumph in 3 Jahren. Sagenhaft. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Ja, und seine Schnelligkeit werden sie nutzen wollen, ist ja völlig klar. Die kann er ein ums andere Mal ausspielen. Und da sehen wir die heutige Aufstellung des FC Sevilla. Uschi, was sagst du zu Ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. 4 hinten, 5er Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich 2 Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Sevilla hat Anstoß. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Klasse Pass. Klasse gemacht. Hereingabe. Super Einsatz vom Torhüter. Ecke. Jetzt wird's gefährlich. Da kommt die Ecke. Szene ist noch nicht. Da schießt er. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Weg ist der Ball. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Flanke jetzt. Ball bei Banega. Nur Lito am Ball. Jetzt schöner Pass. Und jetzt die Chance. Chance lebt noch. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Klasse Parade, hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Jetzt die Ecke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Einwurf für Sevilla. Banega am Ball. Longley. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Wird's jetzt gefährlich?
Da kann er ihn stoppen. Ben Yedder. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Sevilla über außen. Da ist die Flanke. Das gibt eine Ecke für Sevilla. Ecke kommt. War das ein, und jetzt ein Schuss. Und das ist einfach Weltklasse, wie er den Ball hier Volley ins Tor zimmert. Diese Flanke so direkt zu nehmen, das kann beileibe nicht jeder. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Super Ecke und auch ein guter Abschluss. Da schaut man gerne noch mal drauf. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Nolito, ja, sieht gut aus. Nolito, super Aktion jetzt. Abgefangen, gut gemacht. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Nolito, super Aktion jetzt. Jetzt vielleicht. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Und hier aus kurzer Entfernung ganz sichere Nummer für ihn. Ja, das war aber dann am Ende auch keine große Aufgabe mehr. Er bewegt sich gut und erarbeitet sich damit die Chance. Das 2:0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das könnte gefährlich werden. Das macht er gut. Ball bei Banega. Ben Yedder. Das sieht vielversprechend aus. Ball an den langen Pfosten. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sevilla mit dem Eckball. Tja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. Jetzt kommt die Ecke. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da gibt der Freistoß. Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Und Banega. Da wäre Platz für den Konter. Ben Yedder. Banega mit dem Pass. Gefährlich. Und jetzt die Chance. Brillant gemacht.
Der geht flach rein. Da war der Torhüter nicht schnell genug unten. Da läuft der Ball gut und dann kommt der entscheidende Pass. Das Tor dann eigentlich nur noch Formsache. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Beruhigende Führung zur Pause. 3-0 ist der Spielstand nach 45 Minuten. In der ersten Hälfte hat er richtig gut gespielt, oder Buschi? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Ob sie hier noch was anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt die Flanke. Jetzt Banega. Könnte jetzt was werden. Gut verteidigt hier. Weg ist der Ball. Jesus Navas. Muss Ecke geben. Sie bereiten einen Wechsel vor. Die Ecke kommt rein. Den kann er klären. Und schon ist der Ball weg. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Die Flanke bleibt hängen. Abwehr hat aufgepasst. Und nun Jesus Navas. Klasse Pass. Das sieht gut aus. Jetzt vielleicht. Der Pass. Nichts zu halten hier. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Super Pass. Da müssen sie aufpassen. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Das macht er gut, den Ball hält er fest. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Die Möglichkeit. Macht er ihn. Und irgendwie hält er ihn.
Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Jetzt kommt die Ecke. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sevilla kriegt den Einwurf. Kocsia. Und er schießt. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball und dann ist er leicht abzuwehren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fängt diesen Ball ab. Er bekommt Hilfe. Wird das eine Torchance? Gute Aktion. Gute Aktion jetzt. Da kommt der Schuss. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Per Kopf verlängert. Jetzt wird's gefährlich. Schussversuch. Der Schuss war nicht gut, kein Problem für ihn. Gleich bringt er die Ecke rein. Jetzt die Ecke. Aus dem Angriff haben sie nichts gemacht. So, Konter. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Gelungener Start in die Saison. Die ersten 3 Punkte sind im Sack. Und das gibt natürlich erstmal Ruhe, Wolf. Jetzt wissen Sie, wo Sie stehen. Da ist nach langer Vorbereitung ja auch immer so ein wenig Unsicherheit im Spiel.